Ja, also wir sind jetzt wieder zurück im Let's Play Florencia und ja, wir sind wieder mit unserem Charbonny hier am Start und haben jetzt hier natürlich wieder ein Quest, wo wir die Scarecrows zum Beispiel eliminieren müssen. Und den machen wir jetzt einfach mal. Moment, irgendwie hat es die Skills nicht mehr drin. Ich weiß auch nicht wieso. Hallo? Das war doch. Ne, das ist ein passives Skill. Den hier, den hatten wir noch. Und Aimed Shot. Und nochmal einen aktiven Skill. So. Hatten wir die überhaupt schon mal benutzt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir sie natürlich. Dann setzen wir sie auch natürlich ein, damit wir schneller vorankommen. Was ist das, ein Nahkampf-Skill? Steht es da dran? Steht jetzt eigentlich. Ne, steht eigentlich gar nicht dran, dass es ein Nahkampf-Skill sein soll. Ich glaube, die Mobs waren nicht aggro, geil. Ne, hier noch nicht. Aber scheint wirklich irgendwie ein Nahkampf-Skill zu sein. Ich habe die Klasse ja noch nie gespielt, deshalb verwirrt mich das jetzt auch ein bisschen, aber naja, passt schon. Sind jetzt endlich wieder am Start. Ey, ich hatte schon voll Schiss, ey. Fraps kann ich irgendwie nicht mehr starten und ich weiß Passwort und so nicht mehr. Und ja, in OBS ging es eigentlich eine Zeit lang gar nicht, das aufzunehmen. Es wurde einfach nicht als Game. Wurde einfach nicht als Game-Aufnahme. Oder ja, als Game erkannt hier in OBS. Und ja, zum Glück funktioniert es jetzt, sonst hätte ich gar nicht aufnehmen können. Aber schon gut, dass es jetzt mit dem anderen Aufnahmeprogramm geht. Weil mit Fraps ist es ein bisschen blöd, da muss ich ein bisschen mehr schneiden. Ja, synchronisieren und sowas. Und verdammt, ich habe vergessen, aus Facebook rauszugehen. Bitte jetzt alle Nachrichten, die ich bekomme. Und ja, stimmt, wir haben ja hier jetzt sogar noch Nordbuff. Ja, ich bin bald Level Up, also das nächste Mal werden wir dann wahrscheinlich, wenn wir unserem Main spielen, Level Up sein. Hab ein bisschen gelevelt und ja, es kommt vermutlich bald wieder ein neues Let's Play auch. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich hoffe, dass ihr da größtenteils auch dabei seid. Ja, jetzt wird's nicht, wie manche denken, vielleicht FIFA Ultimate Team. Also FIFA 16 habe ich Ultimate Team ja noch nicht angefangen. Es kommt natürlich auch noch, aber vorher kommt vielleicht sogar noch ein neues MMO. Was heißt neues, also ein neues MMO auf meinem Channel halt. Das heißt EOS. Echoes of irgendwas, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Hab's gestern das erste Mal mit dem Kumpel gespielt und das war richtig geil. Das kann man halt auch gut in Let's Play machen, weil man halt nicht so, weil es halt kein Hardcore-Grinder ist wie Mädchen zum Beispiel, wo man halt viel leveln muss. Verdammt, wir haben doch das Ding fast schon lang gemacht. Ja, und ich hoffe, dass ihr den euch auch mal anguckt, weil ich meine, man kann sich schon immer mal ein neues MMO angucken. Und allgemein will ich auf meine anderen Projekte auch mal hinweisen, weil ich meine, wenn ihr Zeit habt, nur wenn ihr Zeit habt, könnt ihr echt mal reingucken. Vielleicht macht es ja Spaß, das mit mir zu erleben, hier das Netz, die anderen Let's Plays auch. Kann man dann vielleicht schon mal machen. Selbst wenn ihr die Spiele nicht so unbedingt spielt, also ihr müsst ja dann nicht spielen, ihr seht ja dann, gerade die Stories und alles, Assassin's Creed habe ich ja viele gemacht. Viel muss ich auch noch weitermachen irgendwann. Aber Black Flag habe ich ganz durchgespielt für euch natürlich. Zum Beispiel. Guckt einfach mal rein. Wird mich auf jeden Fall freuen, weil ich finde es schon ein bisschen schade, dass eigentlich Florencia das einzige Let's Play ist, das von euch geguckt wird. Allgemein ist das mit der Community eh gerade nicht so der Hammer, muss ich sagen. Ich krieg immer Abos dazu und dann bringe ich das nächste Video und dann springen die schon wieder ab. Ich verstehe es nicht ganz. Würden die ganzen Abonnenten nicht abspringen, hätte ich bestimmt schon an die 400.
Bin ich mir ziemlich sicher. Oder sind natürlich so Leute, die immer wieder mich abonnieren, also die Abo da lassen, dann wieder mich abonnieren. Finde ich auch komisch, wieso dann sowas auch passieren kann. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es so oft der Fall sein wird. Und ja, finde ich schon ein bisschen schade eigentlich, dass eigentlich nur Florencia so wirklich beliebt ist. Ich gebe mir schon auch in FIFA zum Beispiel ziemlich viel Mühe, da was für euch rauszuhauen. FIFA ist jetzt nicht allermanns Sache, das ist mir schon klar. Aber die anderen Let's Plays, die kann man sich schon mal angeben. Anhand von den Stories von den ganzen Spielen, das macht, finde ich, schon Spaß. Und wenn das dann zusammen nochmal. Ihr habt ja immer noch die Chance, das mit zusammen zu erleben. Dann guckt einfach vorbei. Ja, wir haben jetzt hier überhaupt noch einen Quest. Nein, haben wir nicht. Dann gehen wir uns halt einfach da runter zu den Grand Paris. Geht da ziemlich schnell hier immer noch. Natürlich mit Level 10 haben wir dann den nächsten Skill. Von der Skillung her gibt es noch zu sagen, ich werde hier noch den Burst Shot skillen. Deshalb habe ich auch den Aim Shot geskillt. Dann werden wir hier noch, ich glaube bis zu Calm hier die ganzen Äste hier machen. Und das Rest habe ich nicht auswendig im Kopf, aber das dauert ja auch noch eine Weile, bis wir dann soweit sind. Ja, das nächste MMO, also EOS, es wird dann auch hoffentlich mit einem Kumpel sein oder mit zwei vielleicht. Das wird dann schon nice, also da könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn das dann klappt. Ja, überlegt, eine richtige Facecam zu kaufen, wo ich das nicht zusammenschneiden muss. Ist schon ein bisschen blöd, dass ich da alles nochmal bearbeiten muss. Aber gucken wir mal. Ist dann halt schon nicht günstig, gescheide. Aber gucken wir mal, wie gesagt. So. Hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht aufheben, obwohl. Können wir verkaufen. Weil das, glaube ich, nichts wert ist. Naja, gut. Vielleicht brauchen wir in dem Level ja. Wobei, in dem Level brauchen wir eigentlich nichts. Wahrscheinlich wie ein Mating, wo man eigentlich ohne Putz überhaupt nicht gescheit leveln kann. Oh Mann, es war gestern so lustig mit dem MMO. Wir haben einfach, wollten wir ein bisschen Flow leveln, haben wir das gemacht und dann hatte ich nach ein paar Minuten schon wieder keinen Bock mehr. Das ist echt so schlimm. Die Motivation von Florencia ist so gering, ey. Ich habe überlegt, das mal im Livestream zu machen, aber das lohnt sich einfach noch nicht, weil da wahrscheinlich eh niemand dabei wäre. Aber es wäre irgendwie schon mal nice, einen Livestream aufzuziehen, aber hab auch keine Ahnung, ob das so einfach ist mit Twitch. Und ja, wie gesagt, dazu habe ich noch zu wenig Abonnenten und so weiter. Schon cool, da ist schon ein paar Abonnenten, also manche Abonnenten, die sind vielleicht, oder manche, die mich halt weiter, also schon seit längerem verfolgen, da weiß man es vielleicht nicht. Bei denen will ich mich auch nochmal ganz krass bedanken, dass sie immer noch dabei sind. Ich weiß aber natürlich von ein paar, die schon eine Weile dabei sind und immer noch Bock haben. Finde ich auch richtig geil eigentlich. Solche Leute braucht man halt in der Community, will ich mal sagen. Ohne die geht's halt nicht. Ohne die wird aus mir auch oder wird aus dem Ganzen hier nichts. Bräuchte ich halt noch mehrere, um das auch dann wirklich angehen zu können. Mit größeren Sachen aufziehen und so weiter. Aber naja, muss ich mal gucken, wie das läuft. Habe ich ja irgendwie nicht so einen Einfluss drauf. Ich weiß auch nicht genau, was ich da noch groß machen soll. Vor allem in einem MMO, aber das habe ich ja im vorletzten Part schon gesagt, dass es da ziemlich schwierig ist. Oder ziemlich schwierig für mich auch, das zu Let's Playen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, eigentlich wollte ich den Part gar nicht so lang machen wieder. Wir sehen uns dann sowieso bald wieder und ich hoffe, dass meine Kumpels da auch Bock drauf haben auf das andere MMO. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, ist ein bisschen moderner von der Grafik her. Also ist schon ansehnlich auch. Und dann sehen wir uns dann irgendwann, je nachdem wann es dann startet, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht genau. Und ja, macht's dann gut, levelt schön, wünsche euch viel Erfolg beim Farmen, was auch immer ihr hier macht noch in Flow. Dann macht's gut, tschüss.